So, das war's von mir für diesen Nachmittag hier bei Radio Emscher Lippe. Hier übernimmt jetzt die Kollegin Claudia Löhr. Ich bin Corinna Schröder, wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und wir hören uns morgen wieder hier ab 2. So, und das war's von mir. Normalerweise würde ich jetzt nach Hause gehen, mir lecker was zu essen kochen, aber wir gehen jetzt zusammen an einen Ort in unseren drei Städten, wo ich ganz besonders gerne bin und an dem ich auch sehr, sehr viel Zeit verbringe. Und zwar ist das die Arena auf Schalke. Und da gehen wir jetzt mal rein. Boah, Hilfe. Ja, okay, alles klar. Es gibt viele Leute, die mich als sehr empathisch bezeichnen. Also sprich, tierlieb und kinderlieb und manchmal auch menschenlieb. Außerdem bin ich natürlich ein sehr großer Schalke-Fan. Und was bezeichnet mich noch? Ich bin sehr ungeduldig. Unser Sendegebiet machen aus die tollen Menschen, die da leben. Und das sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin ein Kind des Ruhrgebiets bzw. von Gelsenkirchen geboren, in Schaffrath, aufgewachsen unter anderem auch in Erle. Und der Menschenschlag hier ist einfach unvergleichlich mit irgendeinem anderen auf der Welt. All das, was ich bisher kennengelernt habe, war mir nicht so sympathisch wie die Leute hier, weil die halt sehr spontan sind und ehrlich, sehr, sehr ehrlich. Und da manchmal auch ein bisschen schroff, was ich aber auch gut wechseln kann und wo ich auch gut mit klarkomme. Und nach einigen Malen, die ich auch woanders gelebt habe oder leben musste, muss ich ja sogar sagen, bin ich jedes Mal gerne wieder zurückgekommen und möchte auch für den Rest meines Lebens hier bleiben. Ja, ein Wimpel, ne? Von meinem Lieblingsverein. Was soll ich dazu sagen? Also, die Liebe kam spät zu Schalke 04, aber sie kam heftig. Und es war mit dem UEFA-Pokalsieg, wo bestimmt viele eingefleischte Schalker sagen, hier, Erfolgsfan und so und vorher kein Deut für interessiert. Aber vorher habe ich immer meine Schwester ins Parkstadion geschickt. Die ist dann immer, wir haben uns quasi abgeklatscht. Also die war als sehr junges Mädchen immer auf Schalke und ich habe jetzt quasi die Erwachsenenrolle übernommen. Und ich liebe den Verein und alles, was dazu gehört. Und ich bin auch Mitglied. Ach du große Güte. Das ist ja echt. Das ist Fleisch, ja. Ein Hamburger. Ich esse kein Fleisch. Ich esse auch schon seit 14 Jahren kein Fleisch. Weil ich mich eben genau an so einem Ding hier mal, das nicht ganz durchgebraten war, mir meinen Magen verdorben habe und dann ein paar Wochen kein Fleisch gegessen habe und dann gedacht habe, kannst du auch gut drauf verzichten, ne? Katzenfutter. Ja, ich liebe ja diese Samtpfötchen. Ne? Und 99 kam dann Luise in mein Leben, meine erste Katze. Und die hat es auch 14 Jahre mit mir ausgehalten. Und ist letztes Jahr verstorben. Und jetzt habe ich zwei kleine Jungs. Wie gesagt, ich habe ja noch, zeig noch mal meinen Kratzer. Die haben immer sehr viel Spaß daran, mit mir zu spielen. Und manchmal geht dann halt auch mal ein Pfötchen oder ein Kratzer daneben.